Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge Eurotruck Simulator ETS2 auf unseren drei Maps, der Pro-Maps, der Russ-Map und der Southern Region Map. Im Augenblick natürlich hier auf der Russ-Map, da wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, hier bei unserem 24 Stunden Coffee-to-go Service. Der Kraftfahrer von Welt hat erstmal Kaffee aufgetankt. Gott sei Dank, ne Jagelinchen, was hast du so aufgetankt? Spricht schon wieder nicht so viel. Wir haben noch gut 1600 Kilometer vor uns. GPS activated and ready to run. Danke, Mandy. Schön, dass du wenigstens ready to run bist. So morgens um 3.56 Uhr Ingame-Zeit. Soll man sich auch nicht beklagen, wenn das Navi um diese Zeit schon aktiv ist. Das bringt uns dann hoffentlich auch zügig ans Ziel, denn immerhin am Ende dieser Tour wartet die dicke Belohnung. Fast 300.000 Euro gibt es für diesen Auftrag. Ja, wenn wir diese eilige, wichtige Terminlieferung, die nebenbei dann natürlich auch noch sehr zerbrechlich und empfindlich ist, einigermaßen heil zum Empfänger bringen. Sprich, ne? Über die Southern Region Map sind wir ja schon einigermaßen gut durchgekommen. Also zumindest hatten wir keinen Unfall. Und jetzt befinden wir uns halt hier auf der Russ-Map. Da, wo die Straßenverhältnisse ja manchmal, ja, wie wollen wir es sagen, unter aller Sau sind. So, wir treiben unseren Scania nichtsdestotrotz schön voran auf seine zulässigen 90 Sachen, würde ich mal so ungefähr sagen, so kurz darunter. Bei 90 geht halt der Begrenzer eigentlich rein, ne? Bergauf ein bisschen langsamer halt unterwegs, bergab dafür umso schneller, wenn der Retarder nicht sofort eingreift. Tja, und dann schauen wir mal, dass wir hier möglichst zügig über die russischen Straßen kommen, ohne dass wir allzu viel Schaden davon tragen. Das kann ja immerhin schon mit 4% Schaden angezeigt hier bei mir. Ich sag mal so, die Stoßdämpfer und die Reifen, die leiden halt auf russischen Straßen. Ich will mal nicht hoffen, dass die Ladung hinten, ne, die hochwichtigen, sensiblen Flugzeugteile, allzu viel Schaden nehmen. Nicht, dass da zu viel Abzug nachher bei den 296.000 sind das, glaube ich, die wir dafür kriegen. Also ich sag mal 300.000, ne, das ist eine schöne runde Zahl, da kann man gut mit arbeiten. Das klingt auch schön, ne? 300.000. Oh. Darf man natürlich nicht allzu optimistisch über jede Schlagloch bügeln, aber wir müssen natürlich auch zügig vorankommen. Das heißt, die Tankstelle lassen wir hier auch nochmal außen vor und der Tank immer noch überhalb voll. Da machen wir uns erstmal noch keine Gedanken drum, ne? Wenn es denn so weit ist, dass wir im roten Bereich sind, dann kommt natürlich keine Tankstelle, das weiß ich auch, aber bis dahin dauert es ja noch einen Augenblick. So, ja. Scania mit seinem V8 Motor zieht natürlich fleißig dem Sonnenaufgang entgegen, wollte ich so ganz locker noch sagen. Hab nicht auf die Kurve geachtet. Ja, so schnell könnten sich, ich betone, könnten sich 300.000 Euro in Luft auflösen, wenn man dann erstmal mit seinem Auflieger auf der Seite liegt. Wenn man es mit dem Tempo halt dann doch zu sehr übertrieben hat, ne, ich weiß, wichtige Terminfracht, ne, da wollen wir natürlich auch möglichst keinen Abzug haben, hier von wegen, du bist zu spät oder so, ne, möchte ich auch gerne vermeiden. Es soll halt alles schnell ankommen und es soll auch alles heil ankommen. Such den Kompromiss, Volldampf voraus. Wir fahren Volldampf voraus, wir kennen keinen Alten mehr. Stoppen kann uns nur ein langsamer Kollege, der vor uns fährt. Nun, da kommt er gleich ins Blinkfeld, vielleicht nach der Kurve. Oh, erstmal haben wir wieder eine Ortschaft vor uns. Da wollen wir eh nicht so schnell durchfahren, wir wollen hier nicht geblitzdingst werden.
also zumindest in den Ortschaften, ein bisschen an das Tempo halten. Hier stehen auf der Rust-Map halt mehr die Blitzer als auf der Southern Reggae Map, wo sie an jeder Ecke quasi gelungert haben auf mich. Kommen wir hier natürlich in den guten Morgenverkehr rein, ja. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen vermeiden, morgens durch Ortschaften durchzukommen, wo wir dann auch noch russisch Roulette hier im Kreisverkehr mit den anderen spielen müssen. Plan hat nicht ganz funktioniert, ne? Aber noch geht das, ja. So viele sind es dann doch noch nicht. Aber russisch Roulette bleibt russisch Roulette mit der KI, besonders im Kreisverkehr. Da machen sie ja gerne mal das, was sie wollen und nicht unbedingt, was die Straßenverkehrsordnung so von sich gibt. Die sind fett irgendwie. So, meine Herren, Sie dürften jetzt, glaube ich, wieder beschleunigen. Ortschaft liegt hinter uns. Und ich hätte es ein bisschen eilig. Der nicht. Der muss zur Mutti nach Hause, der biegt lieber erstmal ab. Nächste Ortschaft. So können wir natürlich kein Tempo aufbauen. Was ist in der letzten Folge zügig vorangehen? Verlieren wir hier jetzt ein bisschen. Immerhin eine grüne Ampel. Ich will nicht so laut motzen. Immerhin eine grüne Ampel. Dass sie überhaupt an ist um die Uhrzeit, ist schon eine Frechheit. Doch gemotzt, ne? Doch laut rumgemotzt. Das rächt sich bestimmt gleich wieder irgendwo. Tja. Hackengas. Ortsschild durchgestrichen, alles wieder gut. Tempo. Auch die Busfahrer werden gebeten, zügig hier über die russischen Straßen zu fahren. Ich hab doch keine Zeit. Tja, im Dunkeln in der Nacht über Russland Straßen fahren. Man sieht zwar nicht so viel von den Straßen selber, aber dafür hat man halt freie Fahrt. Das, was wir jetzt im Augenblick nicht so wirklich haben. Der Herr Krawattentrager fährt vor uns. Gut, der ist natürlich auch zügig unterwegs. Ne? Will ich jetzt mal nicht so meckern. Doch, ich meckere immer schon wieder. Er meckert. Mecker, 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 mecker. Ja. Also hätte ich jetzt mal gedacht, dass der Busfahrer dann ein bisschen das Tempo anpasst, wenn die Straßen so schlecht werden auf einmal. Der denkt auch kein Stück an meine Flugzeugteile hier. Die Kollegen LKW-Fahrer wären jetzt eben erstmal ein bisschen langsamer geworden. Aber der Herr Busfahrer, dem ist es egal. Ne? Omi sitzt da hinten in der letzten Reihe, da wo die coolen Kids sitzen. Ne? Es gibt bis wahrscheinlich gerade verloren, weil das so geschüttelt hat im Bus. Nee, 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 nee. Busfahrer gibt das hier unglaublich. Immer diese Busfahrer. Mein Feind, der Busfahrer. Zumindest was die ETS-2-Welt angeht. Ja, ansonsten habe ich im Real Life keine Probleme mit Busfahrern, um Gottes Willen. Nett, dass es sie ja gibt. Die bringen uns ja teilweise, ne, wenn man das Auto mal stehen lässt, wenn man zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren möchte, immer brav von A nach B. Da wollen wir also im Real Life mal gar nicht über sie meckern. Oh, guck mal hier, schöne Denkmäler links und rechts. Keine Zeit zum Gucken, müssen weiterfahren. Eilige Terminfahrt. Aber in der ETS-2-Welt, da gehen sie mir doch so das ein oder andere Mal ein klein wenig auf den Keks. Da darf ich dann auch mal hier in unser ETS-2-Welt sagen, mein Feind, der Busfahrer.
könnte natürlich auch sagen, mein Feind die rote Ampel, aber das beeindruckt die Ampel mal gar nicht. Genauso wenig wie den Busfahrer wahrscheinlich eben. Aber ich denke immer noch an die arme Oma, die hinten bei den coolen Kids in der letzten Reihe da eben saß und bestimmt ihr Gebiss verloren hat bei der Rummelstraße. Arme Omi. Ohne Zähne jetzt. Wieder hier durch eine Stadt mit guten Morgenverkehr. In dieser Folge werden wir keine Kilometer reisen, fürchte ich. Von den 1600, die da halt noch so übrig sind, von unseren ursprünglich mal 3000, etwas mehr als die Hälfte eigentlich noch Rest gewesen, müssen wir wohl tapfer sein. Ein schicker Plattenbau hier. Oh, wir müssen abbiegen gleich. Mandy sagt, bieg mal hier, musst du nicht durch den Kreisverkehr. Brav, Mandy. Sagt sich auch. Will da lebend ankommen. Und nicht irgendwie als gebrauchtes Navi auf dem Schrottplatz landen. Fahren wir mal lieber nicht da vorne durch den Kreisverkehr, biegen wir mal lieber links ab hier. Schlaue Mandy. Sie haben ja, das habe ich hier gerade richtig im Augenwinkel gesehen, dass ihr beiden hier Probleme habt, ne? Nee, bleib stehen. Die zwei hatten sich aber eben richtig lieb, habe ich das Gefühl. Das habe ich im Augenwinkel so gesehen, dass die sich mal kurz lieb gehabt haben. Also, ne? Wir knutschen mal mit den Autos. Ja? Lieber die KI nimmt sich gegenseitig auf die Hörner. Ja, nicht wundern, ne? Ich werde natürlich hier bei Videoaufnahmen stets vom Hund bewacht. Ne? Also das hier auch, ja, alles mit rechten Dingen vor sich geht. Ne, dann wird auch mal laut gegeben, wenn hier gefährliche KI vor mir an der Ampel steht. Die wird dann weggebellt. Braver Wachhund. Hier links rum, dann was? Da jetzt wieder links, geradeaus, Schlängelchen und wieder auf die Autobahn. Das kriege ich hin. Ah, Mandy, du hast schon wieder traumhafte Strecken hier rausgesucht. Mit ein bisschen Steigung. Gut, dass wir einen V8 haben. So. Auf geht's. Wildes Beschleunigungsrennen gegen mich selbst. Und gegen PKW, der schneller ist. Hätte ja klappen können. Noch einer. Die Hans aber auf einmal eilig hier. So. 90. Zurücklehnen, entspannen, zweispurig. So kann es weitergehen, ohne großartige Straßenschäden. Finde ich gut. Was haben wir hier für ein Problem? Bauarbeiten? Ernsthaft? Oh, nicht das Schlagloch. Oh Gott. Zweispurig, 90. Entspannen, zurücklehnen. Ist klar. Immer diese 1-0-Taktik hier. Oh. Kollege, das war noch dunkelgrün. Ich zeig dir das mal. Ja, ja. Er tritt da doch voll in die Eisen, oder? Also. Ampel war noch gelb, da hätte er noch locker rüberziehen können.
Unfall gebaut hier wegen dem Affen. Ich war gerade so schön in Vollgasstimmung. Keine Zeit hier für sowas. Rote Ampel. Zäh. Also bei allen möglichen Dingen gibt die russische KI Vollgas, ne? Aber auf einmal eine rote Ampel und da kriegen wir das Bremsen. Natürlich, das war bestimmt ein Wegelagerer, der wollte mich nur zuhaken, der wollte an meine Flugzeugteile ran. War die einzige Reaktion, die ich natürlich zeigen konnte. Au! Dran vorbei. Reiner Eigennutz und Schutz der Ware, sag ich nur so. Lieber nicht über das Schlappen hier noch. So, manchen Schlaglöchern einfach ausweichen. Ja, die fahren hier alle nicht besonders schnell. Ich glaube, ich weiß auch warum. Da kommt bestimmt noch mehr von der Sorte. Ganz bestimmt. Wenn die schon freiwillig so langsam hier fahren, dann hat er seinen Grund. Na, bist du der Nächste, den ich auf die Hörner nehmen soll? Oder was wird das hier jetzt? Zwei Probleme weniger, bleiben nur noch zwei Probleme west. Katastrophe. Katastrophe, ich komme nicht hinterher. Das haben wir nicht so gerne. Vorne zügig weiter, ich komme! Banzai! Nicht so schnell. An die Flugzeugteile denken. Denk an die 300.000, Onkel Nubi. Denk an die 300.000. Das ist eine Ortschaft wieder. Die machen hier bestimmt wieder Wodka-Party, oder? Da stehen sie doch. Stoppschild. Wieso stoppen wir? Die Lokomotive hat auch schon gestoppt. Jacquelinchen, guck mal bei dir da. Kommt da was? Ich guck lieber selber, ne? Okay, alles gut. Au. Meine Erde. Da wäre es eben fast schon wieder so weit gewesen. Was ist nur los in dieser Folge? So, da vorne ist wieder Ortschaft Ende. Gott sei Dank, die anderen beiden sind schon weit, weit weg, die eben noch vor uns waren. Freie Bahn mit Marzipan, oder wie sagt man dann? Irgendwie sowas. Müssen wir natürlich auch wieder unsere Schlaglöcher selber finden. Ne? Also haben wir die anderen beiden nicht mehr so im Blick. Die hätten wahrscheinlich gebremst. Ne? Wir waren ja keine Busfahrer.
Mir war so, als ob ich die Naiven vorne schon wieder gesehen habe. Ja, kein Problem, überhol ruhig in den Kurven. Da kommt ja nur einer von vorne. Kein Thema hier. Ging alles noch gut. Er hat nicht gekippelt. Alles gut. Wir haben sogar schon wieder aufgeholt auf die Solo-Maschine. Oha. Links angetäuscht, rechts vorbeifahren. Oder was sollte das eben werden von der KI? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gefährlich. Gut, dass er weg ist. Alle weg, die gefährlich sind. Ich hab's kommen sehen, das Schlagloch. Diese kleinen russischen Dörfchen, ne? Sie sind schon schön. Oh, da waren Hühner eben. Ich glaube, ich habe Hühnchen überfahren. Jacquelinchen, lass mal eben anhalten. Nee, nicht, weil die Polizisten da stehen, um denen das zu sagen. Quatsch! Heute Abend gibt's Hühnerfrikassee. Hol das Ding mal eben zwischen den Reifen da hinten raus. Noch mit dieser Bombensensation, dass ich jetzt erstmal das Hühnchen hier irgendwie unter dem Reifen rausziehen werde. Oh, guck mal, da laufen noch Frösche. Ich krieche euch. Put. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.